Kraut, Blaugraut, Erdäpfel, Rana, Sellerie, Lauch, Rum, Schuxenburm, Kaviol, alles ausgeliefert. Und beim Winzer will ich die Boskop eintauschen gegen einen Rotwein. Auftrag ausgeführt, meine süße Zuckerrübe. Tragen kleinen Spaß aus, Alter. Hoffentlich ist nicht wieder so ein Hirnbremser wie letztes Jahr. Nein, diesmal ist er ganz ein guter. Direkt schade für den Punsch. Aha, hast du ihn vielleicht schon probiert? Ich? Nein. Papa, man lügt fein nicht. Und schon gleich gar nicht in der Adventszeit. Ich hab ihn nicht probiert. Wir haben bloß ein Glasl miteinander getrunken. Papa! Drei Glasl. Na also, geht doch. Und wie geht's der Mann? Verrückt. Was? Ach, halt, nicht Mann, der Tag. Weil er so pappt, Herrschaft, nein, ich hab doch gleich gesagt, nimm das Griffige und nicht das Glatte. Das liegt nicht am Mehl, Mama, das liegt an die Eier. Aha, jetzt hätte ich wieder zu viel Eier rein, du. Ja, für was haben wir denn die Waage? Ja, zum Eierwing nicht. Boah, sag einmal, Mama, müssen wir denn jetzt mal streiten? Ja, freilich. Besonders vor Weihnachten, sonst das ja vor Weihnachten. Je heiliger die Zeit, desto narrischer die Leid. Ich trage der Wein Speisen aus. Vielleicht tut er ihm die Ketten gut. Und Mam, wie geht's dir denn? Mein Kalibur, wie wird's mir schon gehen? Jetzt ist wieder bald Weihnachten. Mei. Wie viele schöne Weihnachten habe ich schon erlebt. Und schwere Weihnachten. Wenn ich droh denke. Ja, Mama, wie es im Krieg war. Ja, das waren Weihnachten. Wo wir nichts gehabt haben. Wir haben so wenig gehabt. Dass sogar der Ochs im Krippel kein Milli mehr gegeben hat. Ja, Mama. Hab ich dir das schon verzeiht? Ja, Mama, das hast du mir. Voriges Weihnachten, vor Weihnachten, an Weihnachten, nach Weihnachten und vor zwei Jahren. Und warum warst du das dann nicht? Du hast ja jetzt dann alles. Die Weihnachtsplätzchen fein. Ja, Agnes und Christel haben schon gemacht, sind schon im Ofen drin. Ich mag's halt so gern. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das heuer das letzte Weihnachten ist. Mama. So was sagt man nicht. Mein Bub, das sag ich doch nicht nur so, das fühle ich. Nein, Mama, so was fühlt man auch nicht. Doch. Weißt du was, ich hol dir jetzt deine Platzl. Halt. Ja, Mama. Ist der Braudinger schon wieder da? Weiß ich nicht. Den habe ich in Walden ausgeschickt, mein Weihnachtsbaum mal holen. Jetzt schon? Ja. Von meinem letzten Weihnachtsbammel möchte ich lang was haben. Ja, Mama. Christel, sind schon Platzl fertig? Riechst du das nicht? Die Oma möchte auch. Ja, ich muss in die Arbeit. Okay, bring ich halt bitte noch ein. Also gut. Herrschaft, nein, mich pressiert's. Hoffentlich sind's was geworden, weil es sind ja... Es sind ihre letzten. Ich weiß. Unser Oma. Guten Morgen, Herr Ackermeier. Oje, der Rahnstuhl-Doktor schon wieder. Pharmazeut im Praktikum. Ja, das sagst du mir jedes Mal.
aber ich konnte es mir halt nicht merken. Herrschaft, jetzt pressiert's aber. Ach, der Julius. Christel Ackermeier. Aber wenn die Erde bebt, wenn die Sterne fallen, wenn der Himmel bricht, alles kann zerfallen. Meine Liebe, nicht. Mein Julius, dankeschön. Ja, weil wir keine Blume haben, die pharmazeutische. Oh, eine Morgengabe. Oh! Obacht, das Blech ist heiß. Geh mit, Julius. Geh mal rüber zur Oma. Gewiss. Gewiss, gewiss. Also, du bist ein verrückter Teufel. Du kommst einfach daher in der Früh. Das frühe Früh. Psst. Oma, die Weihnachtsplatzl sind da. Mein Kind, guten Morgen. Und der Herr Inspektor? Na, Oma, das ist doch der junge Herr Apotheker. Ja, umso besser. Gestatten, küsst die Hand, Frau Ackermeier. Julius. Ja, du kannst ja nichts dafür. Mein Dankeschön. Oh, die werde ich genießen. Es sind ja deine letzten. Was denn? Ja, das wolltest du ja gerade sagen, oder? Ja. Also, was soll man da denn heute für Tabletten mitbringen? Ja, bringst mir mal die Herzpillen, dann Mohntabletten, was für ein Rheumatismus, für ein Schlawindel oder Melissengeist brauche ich auch wieder. Oma, hast du denn vielleicht wieder Drunger? Na, auf den Zucker nauf. Das ist für kein Schnaps. Du, dann lass da aber fein vom Dr. Dudelhofer ein Rezept ausstellen. Ja, dann geht's. Also, ich bring dir alles mit. Oma, wenn wir nicht hätten, dann kann man die Apotheken bald zusparen. Für die Oma. Ich empfehle mich. Auf Wiederschauen, Herr Primat. Ah, Julius. Ja, ist ein Gefangener. Ja, guten Morgen, Christel. Was will denn der auf da schon wieder? Krautinger, das geht dir nix an. Wo kommst denn du her? Ich war im Wald und hab einen Christbaum geholt für die Oma. Was denn? Ja. Der ist aber schön. Okay. Oh, Latschenkiefer. So, Mädelmann. Da schau her. Ja, ein bisschen klar ist er. Nein, halt einen Biobaum aus artgerechter Haltung. Das hab ich schon befürchtet. Servus, Tantlerin. Geht's bei dir? Blöder Hund. Brauchst du doch einmal ein neues Kartoffel-Cabrio? Ja, freilich. Aber dafür war Ackermeier leid so nix für mich. Aber ich einen Kriegel und darf ich schon verkaufen. Ja, komm schon. Retour, Mari. Krautkopf. Lehrer da. So, Teres, da bin ich. Also, pass auf. Der Sellerie ist gut gegangen, alles verkauft das Blaugraut auch. Vom anderen gingen drei Köpfe retour. Mei, stell dir vor, da was hinkommen, weißt schon, die Tage, die. Ja, die Antlerin ist recht. Und dann noch die fünf Rahnen. Mei, die Rahnen. Kannst dir du vorstellen, dass die Pixel, Madame, weißt du, die Zubikare, die vom Stockinger Fussel, dass die keine Rana kennt? Sagt sie, was ist das? Ja, Rana. Sagt sie wieder, was? Rote Rum? Was? Ja, denke mir, jetzt muss ich aber extra werden. Rote Beete. Sagt sie, oh, dieses Gemüse mag ich nicht. Sag ich, was fragst du denn so blöd, du Krampf hin, du Kropfer dich. Ja, da warst du wieder sehr freundlich. Sie hat ja nicht verstanden. Jetzt mag ich noch einen roten. Also, dann geht das da retour, dann kriegst du noch Abzug von meiner Provision noch 36,50 Mark. Gut, Teres. 20, 30, 35. Oh, ist der gut. Nur einen.
36, 37, da sei noch. Da kommen noch die 80 Penny für die zwei Graukipp von der Schutzberger Anni dazu. Apropos zwei Graukipp. Ich hab die Christel mit dem Apothekerspunkt gesehen. Läuft da was? Ich mein so kopulativ? Nein, da läuft nichts. Magst du vielleicht nicht? Das geht dir nicht so. Gut, dann nehmen wir halt ihn. Nach dem Motto, auf alte Birnen rutscht man gern. Ja, warum denn nicht? Das tat da so passen. Hast du einen Tee für die Mutter dabei? Freilich. Ingwer und Zwiderwurz. Wirb schnell. Hast du den schon abgezogen? Brauch ich nicht, der kostet nichts. Da mach ich einen Fonsi-Schiene an und dann krieg ich alles zum Sonst. Ja, du bist vielleicht eine Matz. Nein, Geschäftsfrau. Und jetzt trage ich ihn rüber. Wie ist denn heute benannt? Anstrengend. Hat's wieder einen Adventsmoralischen. Wir alle wei vor Weihnachten. Ja, ja, also, vierte. Vierte, Teres. Herein. Grüß dich, Mäuden. Ja, Dandlerin. Da, ich bring dir deinen Tee. Was, so viel? Meinst du, dass ich den noch brauch? Na, freilich. Und den Rest können da mir trinken, wenn's bei dir mal so weit ist. Dandlerin, bist du gut zu Hause? Das freut mich. Also, vierte Gott, bis morgen. Vierte. Ja, Teres, da renn die Feine, gell? Geh, lass mir mal Ruhe, du Christ beim Stutzer, du Windiger. Ja, ja, ich mag dich auch. So, mein Mann. Besser? Jetzt ist es groß. Das hab ich mir schon gedacht. Dieses scheiß Weihnachten, wenn's nur grad schon wieder vorbei war. Aber der Kraudinger, meine ich, ist auch nicht die hellste Kerzen auf der Torte. Braucht jemand von euch einen Kickerl? Oder eine Suppenhenne? Wachteln, Daumen, Truthahn, Anten oder vielleicht der Weihnachtsgans? Bettfedern, Federkiel, Eier, groß, klar, weiß, braun, volltottrig, dick oder dünnschalig, hab ich alles. Ich bin der Nachbar und Freund vom Kartoffel-Kali. Jürgel, grüß dich. Kali, was brauchst du denn? Eier, das Doppelte wie sonst zum Platzhalbacher, hat deine Zuckerrübe schon bestellt. Zwei Suppenhenner für die Mami der Suppen hab ich auch. Hurex! Dax! Jetzt aber die alles entscheidende Frage. Was hast du heuer für mich für eine Weihnachtsgans? Quack, 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 quack. Heuer hab ich für dich eine Gans. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die stammt aus eigener Aufzucht, aus dem Geschlecht Wedigi Gans Edler von Putlitz. Du kennst ja nicht aus. Sag her, sogar mit Urkunde. Fridoline von Putlitz heißt's. Eine wunderbare Weihnachtsgans. Aristokratisch. Und die krieg ich. Ja, die kriegst du. Weil du mein Freund und Nachbar bist. Eingeschlagen drauf? Eingeschlagen. Okay, sauber Elendiger. Du fällst halt immer wieder drauf rein. Jedes Mal erwischt mich wieder, Hundling. Nein, Kickerl-Gürgel, vierte. Ja, vierte. Ah,
Hallinger, grüß dich. Grüß dich recht heute, hä? So. Und? Jetzt ist es grün. Na, jetzt passt er. Du hast mir gleich stehen, dann nein. Ja, ist recht. So. Ich möchte halt einmal erleben, dass ein Christbaum in einen Christbaumständer reinpasst. Halt! Ja! Darfst du mir bitte schön ein Radio einschalten? Jetzt kommt nämlich meine Lieblingssendung. Ja, Meudl, Mam. Gern. Schalten wir noch ein Radio ein. So. Bitteschön, Meudl, Mam. Blödes Gedudel. Selber. Ja, der Gürtel war wieder da. Der Eiertrick. Sag einmal, wie lange kennst du ihn jetzt schon? Na komm, sei stark. Ja. Habe ich die Ehre. Ja, der Herr Doktor grüßt dich. Montag ist der Doktor kommt. Wie geht's ihr denn? Ja, wie alle wei halt. Sie hat halt wieder ihren Abfenzmoralischen. Jetzt hat Agnes, sei halt nicht so. Sie ist halt krank. Geh krank. Nach der Novemberdepression hat sie jetzt ihren Abfenzmoralischen. Ja, den haben jetzt viele Leute. Aber ich schau gleich nach ihr. Vielleicht kann ich ihr noch helfen. Bevor es zu spät ist. Agnes! Dankeschön, Herr Doktor. Bitteschön, bitteschön. Gern geschenkt. Ja. Grüß dich, Meudelmann! Ja, Dudelhofer! Endlich! Was hast du denn dabei? Lauter gesunde Sachen! Da schau her! Eine Quitten, ein Kirschgeist, ein Obstler, ein Maruin und ein Enzian. Alles selber brennt! Natürlich schwarz. Ja, freilich. Mit was fangen wir an? Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Mit einem Obstler. Ah, du, so einfach ist der Fein nicht. Weil das ist ein richtiger Obstler. Nur Äpfel und Birnen. Nichts anderes da nicht. Also, auf eine besinnliche Abfindszeit. Auf die Mädel, du bist so eine Matz. Ich hab alle gut im Griff. Aber für heuer, Thomas, für heuer hab ich mir ganz was Besonderes überlegt. Ja, was? Ja, also, mein Mann hat doch in seinem Testament festgelegt, wenn ich in die ersten 5 Jahre von meinem Austrag stirb, als die Kirche krieg. Ja, du Geld, ich hab eh schon genug. Ja, genau. Ja, und Ende nächsten Jahres sind's 5 Jahre. Also ist jetzt das letzte Jahr von meinem nobligen Austrag. Ja, da bin ich noch bei dir. Ja, also, wenn jetzt ich vor Ende nächsten Jahres stirb, kriegt die Kirche den ganzen Hof. Ja, da taten sie aber blöd schauen. Ja, das darfst du glauben. Ja. Und drum hab ich mir überlegt. Ich, oh. Einatmen. Ausatmen. Ich hätte da jetzt den Bam. Ja, danke schön, Graudinger. Sternen da hin. Ja, ist recht. Und? Wie schaut's aus? Gar nicht gut. Ja, ja, ist recht, ist recht. Den Baum schmücke ich dann lieber morgen, gell? Wer weiß, ob sich das noch rentiert? Graudinger,
Das habe ich verkehrt. Oh. Also, und drum habe ich mir überlegt, ich kann doch im letzten Jahr von meinem nobligen Austrag in der... Weißt du was? Geh mal ins Zimmer raus, dann erkläre ich dir meinen Plan. Ja! Jetzt können wir dann wirklich einmal einen Buckel runterrutschen. Ja, Christel! Und? Wie war's in der Apotheke? Schön. Aber nicht wegen dem Affen, oder? Nein, nein. Ich arbeite heute gern. Dann ist schon gut. Viel Leute gehen so vor Weihnachten. Ja, alle krank. Husten, Katar, Wärmepflaster. Mei, das ist halt so in der Adventszeit. Du, Christel, die Adventszeit, das ist doch die besinnliche Zeit. Die Zeit, wo menschliche Wärme aufkommt. Spürst du das? Ja, das spür ich. Ich finde, das ist eine ganz, eine besondere Zeit, diese Adventszeit. Ja. Ich finde, da könnte man zueinander finden, finde ich. Findest du das nicht auch? Ja, das finde ich auch. Das ist voll schön, wenn ihr zwei das auch findet. Ja, ich finde das auch schön. Aber wenn du jetzt nicht gleich deine Guckerl von meine Tutterl tust, dann dusche ich da ohne, dass der bis Heilig Dreikönig der Schädel wackelt. Hey Graudinger, gib halt auf. Sie mag dich nicht. Und meine Tochter ist zu was Höherem bestimmt. Freilich mag's mich. Aber nicht so, wie du meinst. Geh, Mama, jetzt lasen halt. Ich weiß mir schon selber zum Helfen. Da, deck dabei auf. Wann gibt's denn heute was zum Essen? Gleich, sitz dich her. Ja. Also, ich weiß nicht, Meudl. Jetzt spul mit, das gibt der Gaudi. Aber Meudl, ich bin doch ein Arzt und als Arzt darf man sowas nicht tun. Als Arzt musst du alles tun, dass deine Patienten gut geht. Ja, schon, aber. Mir zuhören. Sag einmal, ist der Dudelhofer noch allerlei bei der Mam drin? Ja, eine längere Untersuchung. Was? Was ist denn los? Ist was? Ich weiß nicht. So. Ist was mit der Mam? Ihr wisst ja eigentlich, ärztliche Schweigepflicht. Aber unter uns, diesmal ist ganz schlimm. Echt? Ja, man muss ja schon fast sagen, es handelt sich um eine ernstzunehmende Art von Todesangst. Todesangst? Ja, sie pult sich felsenfest ein, dass sie nach Weihnachten stirbt. Dass das in diesem Jahr ihr letztes Weihnachten ist. Ja, und danach ist Schluss, aus und vorbei. Ja, das kommt ja gar nicht in Frage. Wir sind ja erst im vierten Jahr. Die muss für noch ein Jahr durchhalten. Also, Agnes! Ja, weiß war das. Oder meinst du, ich hab mein Leben lang da herin gearbeitet, dass dann der Pfarrer da einzieht? Agnes, jetzt sei einmal stark. Herr Doktor, was heißt denn das jetzt genau? Ja, ich muss schon fast direkt sagen, die ist ja mortant. Ja, und die schlagt sich natürlich alles auf die inneren Organe. Ach, drum nimmt seit kurzem also viel Medikamente. Ja, genau. Ja, und was kann man da jetzt machen? Ja, also, ein Jahr muss ich es noch machen. Agnes! Also, Herr Doktor, was könnte man da jetzt machen? Herr Doktor, was müssen wir machen?
Das sicherste war, wenn Weihnachten nicht kommt. Weil er kann's ja nicht nach Weihnachten sterben. So ein Schmarrn. Weihnachten kommt doch jedes Jahr. Wir können doch nicht auf der ganzen Welt Weihnachten aufhalten. Ja, auf der ganzen Welt nicht, aber für Sie können wir es aufhalten. Nur für Sie, da in Ihrem Lebensraum, da am Hof. Verreckt. Ja, aber das geht doch nicht. Das ist doch unmöglich. Das gespannst doch. Und wir wären blöd. Nein, die ist in einem psychisch-traumatischen Ausnahmezustand. Die merkt das nicht. Die lebt in ihrer eigenen Traumwelt und kriegt die Realität gar nicht mit. Herr Doktor, das gibt's doch nicht. Es gibt sicher irgendein Medikament, das hilft. Nein, da gibt's kein Medikament, das hilft. Ach, das glaub ich nicht. Doch, da hilft nur eine astreine Weihnachtskomödie mit großem Durchhaltevermögen. Ja, aber wir können der Mann doch nicht ein Jahr lang Advent vorspulen. Ja, was meinst du, wie viel Christbaum wir da brauchen? Depp, Baum haben wir doch genug. Aber Herr Doktor, sollen wir das wirklich machen? Aus meiner Sicht schon. Es ist die einzig sichere Möglichkeit. Ansonsten garantiere ich medizinisch für gar nichts. Ja, aber das geht doch nicht. Was heißt denn da, das geht nicht? In 3 Wochen ist Weihnachten und Sie, da lebt Silvester nimmer. Und an Heilig Drei König ziehen wir alle ins Morgenland. Nein, du spinnst doch. Für das machen wir alles. Agnes, überleg doch einmal, was das heißt. Ein Jahr lang Advent. Oh, du Fröhliche. Jetzt tu halt weiter. Ja, da. Schlafst du schon wieder im Steh? Ja, mei. Das ist halt die Frühjahrsmüdigkeit. Geh, ein Rausch hast du halt wieder gehabt. Ja, und? An meinem freien Tag. Ich hab letzte Woche bei der Meudelmann 4 Abend lang Weihnachtsgeschichten gelesen. 2-mal hab ich ein Skripperl umgebaut und 2 Sonntage war ich Sternsinger. Da wird man sich doch mal ein paar halbe Maibock kaufen dürfen. Mir macht das alles noch wahnsinnig. Ja, meinst du mich nicht? Aber was soll man denn da durchhalten müssen? Ja. Mir kann's eigentlich wurscht sein. Mir gehört ja eh nicht der Hof. Ah, und die 1000er Schulden hast du denn schon vergessen? Und außerdem, was tust du denn dann? Dass du beim Pfarrer Miesner machen kannst, jeden Sonntag Kirchenlieder singen. Das war allerweil noch besser, wie den ganzen Frühling ihr Kinderlein kommen. Ja, jetzt tu die Blärmi her. Danke. Du, eins sag ich dir vergleiche. Ein Punsch sauf ich heute Abend kein. Brauchst du nicht. Christel hat heute Krippeldienst. Aber g'freu dich nicht zu früh. Du bist morgen wieder mit dem Christbaum dran. Stimmt. Grüß euch. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Christel. Ja, bist du schon wach? Nach was schaut's denn aus? Christel? Nein, du, ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss der Oma das Frühstück machen. Ah, was kriegt's denn heute? Heute ist Mittwoch. Da ist Sternsinger Royal. Ach, ich weiß schon. Du, Christel, ich wollte die Christel. Oh. Jetzt durch hier. Da. Ach, Herrschaft. Geht's jetzt? Sag einmal. Hast du das allerweil noch nicht gefressen? Hä? Der künftige Herr Apotheker wird geheiratet, verstehst du? Heiratst denn du? Den gespreizten Zapferlschirber. Da geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ich denke an unsere Tochter und unsere Zukunft. Ich denke auch an unsere Zukunft. Und eines Tages gibt's bloß noch Studierte und keinen mehr, der das Handwerk macht. Geh. Okay. Ja? Wer pflanzt unsere Raden? Ja, der Apotheker nicht. So, ich zieh mir jetzt um und ihr macht eure Arbeit. Du,
Agnes, manchmal muss ich bei dem Alten in puncto Heirat schon recht geben. Ja, und jetzt geht's zu, weil sonst gibt der I ganz was anderes. Ja. Heute Sternsinger Royal. Spitzburm, Gulatschen, ein Vanillekipferl und ihren Weihnachtstee. Boah, dieser Zimtnelkengestank geht da backen nimmer. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Kanzlerin. Guck dich hier, der Papa kommt gleich. Wo gehst denn hin? Zur Oma rüber, ich bringe ihr das Frühstück. Fritzi! Warum? Weil du zum bist wie ein Schneeräumer. Ich hab mich verkehrt, was? Ja, das geht auf Geschrei, gell? Ja. Was ist denn das? Ja, als Frühstück. Was? Als Frühstück. Vanillekipferl, Weihnachtsplatzl, Wintertee, jetzt im Mai. Ja, manchmal mag's unsere Oma auch noch gern, wenn's doch schon ein bisschen alt sind. Sie sagt allerweil, im Grühe komm ich auch allerweil alles aufgessen. Das ist frisch. Die waren in der Blechdosen. Ja, ich hol jetzt mal einen Papa. Papa, Dankerin ist da! Im Obi! Du, seid's eigentlich alle verkehrt. Warum? Weil da noch ein ganz Winterwand umeinander hängt. Mama ist noch nicht dazugekommen zum Aufräumen. Ja, ja. Ui, 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 ui. Jetzt hätte ich beinahe verschlafen. Aber damit haben wir gestern ein bisschen zu viel geschnapselt. Ein Dudelhofer sei Holunder wird Wunder. So, auf geht's. Packen wir's wieder. Auf einen schönen Abfindstag. Na, Dantlerin, grüß dich. Was brauchst du denn? Da, ich hab da alles aufgeschrieben, was ich brauch. Salat, Radi, Radiesel, neue Kartoffeln, Frühlingszwiebel. Ja, meinst du, dass du das heute noch alles verkaufst? Ja, freilich. Du, was ist denn eigentlich das da? Was? Weihnachtsplatzl, Wintertee. Ja, das ist... Ja, weißt, manchmal ist unser Oma ein bisschen extrig. Da kriegt so komische Gelüster. Ja, und da wünschen sie dann manchmal was, was sie von uns keiner wünschen darf. Ja. Ja, und jetzt Kim. Ja. Braucht's einen Anspruch? Soll ich's einmal besuchen? Ja, schon. Soll ich gleich reingezogen? Ja, ja. Halt! Nein. Sie schlaft ja noch. Was? So lang? Ja, mei, sie braucht halt jetzt viel Schlaf. Ja, ja, wie die kleinen Kinder, gell? Ja. Jetzt komm. Guten Morgen, Oma. Da bring ich dir dein Frühstück. Ist halt Mittwoch. Warum? Sternsinger Royal. Ja, und morgen ist Donnerstag. Ja, genau. Da gibt's dann Krampus Deluxe mit Zimtrührei. Ja, Oma, das machen wir am liebsten. Ist eigentlich kalt draußen? Ja, Oma. Ja. Dann tu dich immer warm anziehen, dass du nicht verkältst, gell? Ja, Oma. Der Tee riecht gut nach Zimt. Und die Platzeln. Ja, Oma, lass das schmecken, gell? Ich geh jetzt zum Einkaufen. Machst dann einen schönen Tag. Hörst halt ein bisschen Radio. Na, ich hör nimmer Radio. Warum nimmer? Die spielen heuer gar keine Weihnachtsmusik. Keine Weihnachtsmusik? Ja. Ach ja, stimmt. Ja, das ist, weil... Da werde ich jetzt dann einmal anrufen beim Bayerischen Rundfunk und werde mich beschweren. Genau das machst. Am besten gleich beim Oberchef. Das mache ich. Halt, nein,
Nein, das machst du nicht. Der kann dich da ein bisschen falsch verstehen. Da wäre er schon laut und deutlich. Für was zahlen wir so einen Haufen Gebühren? 2 Mark im Monat. Nein, Oma, das machst du nicht. Das mach ich für dich. Ja, so, und jetzt tust du frühstücken, gell? Also, für die Oma. Radio, Radio. Scheiß Radio! Ich kann das alles nicht mehr sehen. Und den Tee nicht mehr riechen. Oh Gott, Herr Cobrato, Entschuldigung, das ist mir jetzt aber, kommen Sie rein, dann lege ich einen trocken. Ja, Frau Ackermeier, das ist ja alles kein Problem. Doch. Ich wollte Ihnen ja nur Ihre Tabletten vorbeibringen. Ja. Ist was? Na, nix. Wollen Sie vielleicht ein Kipferl? Na, ich muss ja jetzt weiter. Ihnen noch ein paar schöne Tage. Wiederschauen und schöne Wei. Ist das schön, wenn ein Studierter blöd schaut. Julius, was ist mit dir passiert? Ja, das ist... Ich war gerade bei deiner Oma drüben und hab ihr Tabletten gebracht. Oh mei, das ist aber lieb von dir, dass du bei der Oma warst. Ah, du warst bei der Oma drüben. Ja, und da steht dann noch der Christbaum und das Grippel. Da steht doch kein Christbaum. Doch, und du sagst mir sofort, was das zum Bedeuten hat. Ja, jetzt trink mir erst einmal einen Schnapsel, ha? Ja, den brauch ich auch. Ja. Jetzt haben wir alles. Also dann, gute Geschäfte. Pauli, das geht mir jetzt nicht aus dem Kopf mit den Platzl. Das verstehe ich einfach nie. Ja, man muss nicht immer alles verstehen. Also dann, gute Geschäfte. Und tu mir die alte Schwinghammerin nicht wieder so blöd anreden. Die hat sich nämlich beschwert. Okay, die Müsbritschen, die vornehme, die ist doch unter meinem Niveau. Vierte. Ja, vierte. Das war jetzt beinahe schief gegangen. Ah, der Herr Apotheker sauft bei uns am ersten Tag. Ja, er hat ja nur Verstand, den er versaufen kann. Nein, der Julius war gerade bei der Oma drüben und hat ihr ihre Tabletten gebracht. Ja, das ist ja schön. Aber dafür zahlen wir ja nur für das Giftum. Er war bei der Oma und jetzt ist er ein bisschen durcheinander. Ja, bei eurer Oma. Und da steht dann noch der Christbaum und das Grippal. Nein. Das pulst du ja bloß ein. Komm, trink ein Schnapsal. Vielleicht hast du ja in letzter Zeit ein bisschen viel gelernt. Das habe ich alles gesehen. Also, da stimmt doch was nicht. Nein, du hast nichts gesehen. Du hast bei der Oma keinen Christbaum und kein Grippal gesehen. Doch, ich bin doch nicht blöd. Ja, mei, vielleicht hast du ja Halluzinationen. Ja, und da ist der Schnaps die beste Medizin. Du möchtest mir ja bloß Besucher machen. Nein. Ich möchte jetzt wissen, was da bei euch los ist. Also gut, geh mit. Da brauchen wir frische Luft. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, heut werden wir dürf ins Glas reinschauen. Einen haben wir schon, 2 trinken wir noch, 3 werden wir. Agnes! Ja? Agnes, Telefon! Ja, ich bin gerade beim Betten machen. Agnes, das Telefon läuft. Ja, Herrschaft, nein, das höre ich selber auch, dass das Telefon läuft. Nachher geh halt hin. Ja, das schafft dieses Mannspult. Alles aus der Hühnerei, Gemüse frisch vom Ackermeier. Ackermeier, grüß Gott. Ja, der Herr Kramer, grüß dich. Nein, du hast dich nicht verhört. Ich habe einen Graudinger rübergeschickt, damit er mir Lametta kauft. Für was ich das brauche? Ja, weil es mir ausgegangen ist.
Ja, freilich weiß ich, dass wir jetzt Mai haben. Nein, ich brauche keinen Restbestand an Ostereier. Ich brauche ein Lametta. Ja, also gut. Dann hast du halt keins. Was? Ja, du geh. Spinnen tu ich nicht. Umstandskrammer, der Mischa. Jetzt mal das Gleiche mit ihm. Wenn du was brauchst, hat er's nicht. Ja, sag einmal. Trinkst du am helllichten Tag einen Schnaps? Ich weiß nicht, ob ich diese Weihnachtskomödie noch länger durchstehe. Die Probleme werden immer größer. Ja, weißt du, dass du schon doppelt siehst? Ja, grüß Gott. Ah, der Herr Doktor, grüß dich. Ich geh gleich zu ihr und schau, wie es ihr geht. Ja. Halt. Ozean, dein Wintergewand. Ui, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und, wie läuft's? Oh mein, Probleme über Probleme. Und was ich gar nicht verstehe, sie meint immer noch, dass Adventszeit ist. Ja, dabei müsst ihr doch das gespannen, dass kein Schnee mehr liegt, wenn's zum Fenster ausschaut, dass warm ist. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist ja das, was ich da gesagt hab. Sie hat praktisch eine tiefgehende Bewusstseinsstörung mit einer schwerwiegenden Realitätsentfremdung im medialen und psychosomatischen kognitiven Stringulus latentus. Aha. Und da kommt dann sowas dabei raus. Ja, da müssen wir jetzt durch. Oder möchtest du riskieren, dass du deinen Hof verlierst? Nein. Also, ich schau jetzt nach unserer Patientin. Ja. Und ich geh Salat wassern. Ja, wo ist denn unsere Patientin? Ja. Ah, grüß dich, Mutter. Oh, ich sag dir was. Wie die anderen das aushalten, das ist der Wahnsinn. Ja, du, die schwitzen aber sauber. Und das gefreut mich dann. Bloß, die Christel tut mir leid. Aber dafür lache ich bei der Agnes umso mehr. Was hast du denn dabei? Also, Mädel, dass der du das alles antust. Das ist mir die Gaudi schon wert. Wenn das Jahr vorbei ist, habe ich sowieso nichts mehr zum Lachen. Das ist vorbei mit meinem lobligen Ausdruck. Na ja, verhungern werden sie dich schon nicht gleich lassen. Da schau ich her. Eine schöne Schein Leberkäse, ein paar Rindsburger, einen Emmentaler und ein Bund Radieser. Mein Tag freut mich. Eigentlich kannst du es ja jeden Tag haben. Will ich aber nicht. Ich krieg's auch von dir. Und da werde ich bestens versorgt. Du geh, treib's bei nicht jetzt schon zweit. Nein. Der Höhepunkt, der kommt ja erst, wenn der Nikolaus und der Krampus im August zu mir kommen. Jawohl. Na, na ja, die alten Platzl für deine Vogel. Also, dann bis zum nächsten Mal. Da bringst du mir aber dann wieder einen Schnaps mit, gell? Ja. Ganz was Feines. Einen außergewöhnlich edlen Tropfen. Vierte. Radiesel. Ist das gut. Papa, hast du wieder einen Durst? War es ein Wunder, wenn es im Mai schon so heiß ist. Das kann erst lustig werden im Sommer, wenn wir zur Oma nimmer müssen, im Wintergewand. Okay, kannst du nicht von was anderem reden. Vielleicht ist ja bis zum Hochsommer schon geheilt. Na, wie denn? Wenn sie meine Mutter mal was einbult, dann ist das ja so. Und dann bleibt das auch so. Was war denn noch mit dem Rehbein? Ich hab ihn eingeweiht und er wird dicht halten. Der muss dicht halten.
Und wenn er es nicht tut? Ja, dann fangt er. Ja, Papa. Mich fangt er dann. Ach, der Julius ist mir wichtiger als das ganze Theater da herin. Ja, ja, das werden wir dann schon sehen. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Das fängt schon beim Radio an. Warum? Sie möchte sie beim Rundfunk beschweren, weil es keine Weihnachtslieder sprühen. Ja. Ja, das ist doch klar, dass sie Mai keine Weihnacht. Ach du Scheiße. Ja, und was machen wir jetzt? Radio kaputt? Gut. Und wer macht's? Der Krautinger. Du holst jetzt den Christbaum. Nein, ich hol nicht schon wieder den Christbaum. Wenn mich da einer sieht, ich lass mich doch nicht immer zum Deppen machen. Geh, du lass dich doch nicht zum Deppen machen, bloß weil du im Mai mit einem Christbaum über die Gemeindestraße gehst. Aha, wann dann? Nein, jetzt schau. Alle schauen sie mich schon blöd an im Dorf und meinen, dass ich schon ein bisschen. Warum? Weil ich zum Beispiel an Ostern beim Kramer Sternwerfer verkauft hab und sagen hab müssen, ja, die brauchen wir zum Osterhasen der Schrecke. Oder vorgestern beim Kramer. Hinter mir steht die Fotzenmarie, die Quadratratschen, und ich kauf Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen. Denk dran, du hast nur ein Tausender Schulden. Hey, ich scheiß auf die Schulden. Ihr spinnt doch alle. Leise rieselt das Hirn. Ich mach das nicht mehr mit. Ich kündige. Ich geh. Aus, fertig. Ihr Kinderlein, führt's euch. Ich bin dem Haus entsprungen. Ja, und wenn ich ein gutes Wort bei der Christel für die einleg? Du darfst also ein gutes Wort einlegen für mich. Bei der Christel. Ja, weißt, so ein Studierter, der ist ja in Wirklichkeit nix für meine Tochter. Der Tablettenauf ist nix. Das stimmt. Meine Tochter braucht einen richtigen Mann. So einen wie die. Gut. Gut. Dann geh jetzt. Und hol den 15. Christbaum. Mindestens. Ja, ja, hey. Ja, geh mal aus dem Weg, Gogeltanter, da mischt er. Ich will gern Gogeltanter, Wurzeltrober, Moosgründiger. Du, geh. Du, der andere, der Maulwurf, der abzwickt dich. Was hat denn der? Nix. Der hat doch grad was gesagt von einem Christbaum. Nein, der hat nichts gesagt von einem Christbaum. Doch. Schmarrn. Für was braucht's denn im Mai einen Christbaum? Das geht dir nix an. Was willst du denn? Was ich will? Eine Entscheidung will ich. Was? Schau her. Das ist meine Fridoline. Von Putlitz übrigens. Ganz schön. Ja. Und die hat dein Alter vor über 5 Monaten als Weihnachtsgans bei mir bestellt. Und seitdem sagt er, er braucht's aber noch nicht. Kannst du mir sagen, wie es das gibt, dass man eine Weihnachtsgans noch nicht braucht? Eine Weihnachtsgans, die braucht man oder man braucht's nicht, aber nicht noch nicht. Verstanden? Nein, das hab ich jetzt noch nicht verstanden. Nein, bist du blöd. Du gell. Okay. Dein Alter hat die Weihnachtsgans bestellt und jetzt nimmt es mir nicht ab. Und ich muss fordern. Und sie wird allebei fetter und zacher. Ja, nett ist schon. Aber das geht doch mir nicht so. Ach, das geht dir nicht so. Wer ist denn dort Hausfrau? Wer kocht denn bei euch an Weihnachten? Wer brät denn die Weihnachtsgans? Habt's vielleicht woanders eine gekauft, ha? Natürlich nicht. Das weißt du doch, wir kaufen doch bei keinem anderen. Was habt ihr denn gegessen an Weihnachten? Nix. Ihr habt also nix gegessen an Weihnachten? Nein, wir haben nix gegessen. Bei uns war noch nicht Wein. Was war bei euch noch nicht? Weihnachten. Bei euch war noch nicht Weihnachten. Freilich war bei uns Weihnachten. Wie auf der ganzen Welt. Und wann isst man eine Weihnachtsgans? An Weihnachten. Und warum lebt dann sie immer noch? Ja,
Ja, weil das halt so ist und das geht dir ja nicht so. Das geht mir schon mal so. Das ist eine steile Ware und die gehört abgenommen. Das musst du als Geschäftsfrau eigentlich wissen. Jetzt nimm dein Gans und verschwind, weil irgendwann brauchen wir es noch schon. Irgendwann. Fridoline, die sind doch nicht ganz normal, hä? Quack, 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 quack. Doch, bei uns ist alles normal. Wir sind wie immer, wir sind alle völlig normal. So, jetzt hab ich den scheiß Christbaum. Aha, ihr seid alle völlig normal. Ja, denn... Bitte, bitte, nicht schon wieder. Nein, das gibt's doch nicht. Allerweil, das ist heute schon der vierte Tag hintereinander. Ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Ja, dafür hast du letzte Woche beim Christbaum schmücken gewonnen. Ja, bloß weil du letzte Woche einmal einen Christbaum geschmückt hast. Weil das auch schon was ist. 14 Tage hintereinander hab ich Weihrauch gehabt. Ja, jetzt reck dich doch nicht so auf. Ich hol dir jetzt einen Punsch und ein Glätzenbrot und einen Zimtstern kriegt's halt noch. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kündige. Das machst du nicht. Das mach ich schon. Das machst du nicht. Das mach ich schon. Gut, dann verzeih bei deinen Standesbrüdern, wie oft du beim Bulldog-Führerschein durchgefallen bist. Das ist doch mir wurscht. Ja, und was ist mit deinem Reparaturtausender? Für deine Jungfernfahrt mit meinem Bulldog? Zahl, dann gut deine Kündigung. Erpresser. Mhm. So, da schau her. Und jetzt halt, geh. Jetzt hat er schon wieder verloren. Oh mei. Aber wie heißt es so schön? Pech im Spiel. Und Glück in der Liebe. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich beim Schafkopf alle weiß gewinne. Du geil. So, mein Mann, da kriegst du deinen Punsch nach Wunsch und dein Glätzenbrot. Doch, bittchen, lass das schmecken. Danke, der Schickraudinger. Bittchen, gern geschehen. Mei, du hast ja ganz rote Backerl. Ist so kalt draußen. Ja. Dann lass fein dein Mützen auf, nicht, dass du noch verkältst. Ja. Da schau her. Ich hab dir ein paar warme Socken gestrickt. Die kannst du jetzt gut brauchen. Ja, danke recht schön. Da. Probier's gleich an. Nein. Vierte. Halt. Ja. Ich brauch halt noch was. Was? Kannst du da mal schauen? Der Radio ist, glaub ich, kaputt gegangen von einem Tag auf den anderen. Ja, du. Der ist kaputt. Gell? Ja, Sachen gibt's, gell? Ja, wie ist jetzt das gegangen, hä? Ja, mei. Da müssen wir doch heute halt mal einen neuen kaufen, gell? Nein, das braucht's nicht. Das rentiert sich nicht mehr. Ja, also dann. Halt! Ja! Wir haben doch im Speicher drüben noch das alte Grammophon. Kannst du mir das einmal runterbringen? Das alte Grammophon? Ja, was möchtest du jetzt da damit? Ja, Weihnachtslieder spielen. Jetzt im Abfind gibt's doch nichts Schöneres. Ah ja, genau. Bringst du mir's irgendwann? Nein, ich bring's dir gleich. Ja, also. Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Aus! Vorbei! Diese Hitze! Ja. Grüß dich, Mädel! Der Doktor kommt! Ja, was hast du denn heute dabei? Oh, einen ganzen frischen Wurstsalat habe ich da gemacht. Oh, das ist schön. Weißt du, im Sommer, wenn es so heiß ist, da gibt's nichts Besseres. Ja, und was hast du noch dabei? Ach, ganz was Feines. Aber zuerst einmal ein Apfelbirn zum Warmwerden.
Haben wir's schon. Jetzt haben wir heute dann bald Vollmond. Da kann ich mir mal hinausschleichen in einer lauen Sommernacht. Ja, warum denn nicht? Prost! Prost! Ja, was machst denn du da? Das alte Grammophon herrichten. Für den Mädelmann. Weil sie möchte Schallplatten hören, weil der Radio kaputt ist. Ja, sag einmal, spinnt denn die? Geht's dir ja nicht gut? Du, Dammel, mir ist noch nie so gut gegangen. Das freut mich, Mädel. Wenn die für eine rechte Mitten machen will mit dem Ding, da wäre ihr ein Verhelfer, gell? Da hört sich für den Spaß auf. Und jetzt kommt ganz was Besonderes, nur für dich. Ein Brand von handverlesenen Waldhimbeeren, von nackten Jungfrauen bei Vollmond gepflückt. In der Sommernacht. Der edelste Tropfen, den ich jemals brennt hab. Du, eins sag ich dir gleich, gell? Ich trag's dir für nicht über. Ja, ich auch nicht. Doch, weil ich war halt schon zweimal drin. Mir gelangt's. Ich zieh mich nimmer an. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Also gut. Meinetwegen. Dann geh halt ich. Da riech einmal. Alleinig der Duft, ein Wechselspiel der Sinne, umwogen von den Düften des Waldes. Ich kann's da gar nicht. Die Gläser, bitte. Bitte. Achtung! Ah! Ja, entschuldigen Sie. Ja, der Herr Doktor ist ja heute auch da. Was ist denn da los? Was macht's denn hier da? Ja, Eiwein. Was, Eiwein? Ja, die Mama hat über Schmerzen im Knie geklagt und das wollte ich jetzt behandeln. Ja, dann lasst euch nicht stören. Ja. Da, Mom, ich hab dir den Grammophon gebracht. Ja. Wohin? Dankeschön. Da, schau, da steht's her. Ja, und jetzt? Reimt sich's halt ein. Was ist denn das eigentlich? Ein Gelenkselixier aus dem Wald. Sehr selten. Ja, dann lassen Sie einen nicht stören. Ja. Ja, na, schon gescheit. Reimen Sie es nur gescheit ein, schütten Sie es nur drüber. Ja, für unsere Mami ist uns nichts geschaut. Ja, hilft das auch? Ja, ja, gegen Gelenkschmerzen, Rheuma und Entzündungen. Bloß am Knie? Nein, überall. Ja, dann. Ja, was? Ja, da. Mein Ellenbogen. Der tut mir schon so lang weh. Auf geht's. Na, weiter. Mehrere. Oh. Ja, und gut. Riechen tut das. Ja, und schmecken das auch. Ja, direkt schon zum Einweim. Also dann, vierte Doktor, vierte Mam. Ja, vierte. Ach, was möchtest du denn heute auf die Nacht zum Essen? Ganz was Einfaches. Eine Maronensuppe. Und dann ein Anden mit Kartoffelknödel. Ehren. Und Blaukraut. Und dann noch vielleicht ein Glas Feuerzangenbowle. Weißt du, ich brauch ja nicht viel. Ja! Jetzt
Nimm's nicht so schwer, damal. Das nächste Mal trinken wir wieder einen Kirschgeist. Ja, aber das mit dem Waldhimbeer, das war schon gemein von der Agnes. Ja, das war sogar uns gemein. Weißt du was? Da machen wir jetzt sofort einen Gegenschlag. Du gehst jetzt hinaus zu ihr und sagst ihr, dass ich mir wünsche, dass heut auf Nacht der Nikolaus und der Krampus zu mir kommen. Geh, okay, das kannst du doch nicht machen, okay. Mädel. Das geht doch zu weit. Ach. Wir haben doch August. Ja, eben. Denk an die Waldhimbeere. Recht hast. Auf zum Gegenschlag. So. Agnes! Wo ist denn eigentlich der Wintermantel? Ui, ah, den habe ich jetzt vergessen. Ausnahmsweise. Und, geht's dir dem Knie wieder gut? Am Knie schon, aber jetzt ist ein Riesenproblem aufgetaucht, weil das Weihnachtstrauma hat sich mittlerweile manifestiert. Also sprich, erhärtet und möglicherweise gerade den Höhepunkt erreicht. Und was heißt das? Sie wünschte, dass heute Abend zu ihr der Nikolaus und der Krampus kommen. Was? Der wer? Ja, du hast schon richtig verstanden. Der Nikolaus mit dem Krampus. Ja, aber wir haben doch August. Ja, freilich haben wir August. Jetzt wird's hinterher gefahren. Macht's das, weil sonst garantiere ich für gar nichts. Dieser alte Weihnachtsdragoner, der macht mich noch wahnsinnig. Was tue ich denn jetzt? Ein Krampus gewandt hätte ich selber. Aber wo kriege ich denn jetzt mitten im Hochsommer einen Nikolaus gewandt her? Christel! Christel! Ja, Mama? Wer hat einen Nikolaus gewandt? Bitte? Ja, wer hat einen Nikolaus gewandt? Nein, Mama. Jetzt nicht das auch noch. Deine liebe Oma wünscht sich, dass er unter Nikolaus und der Krampuszieher kommen. Heid? Ja, und sie putzt sich das ein. Und der Dudelhofer hat gesagt, dass sich ihre Bewusstseinsstörung manifestiert hat und wir deshalb genau das machen müssen, was sie will. Was? Ja, sie spinnt halt jetzt komplett und will, dass heute der Nikolaus kommt. Brutal. Jetzt muss ein Nikolo her, weil der Doktor hat gesagt, wenn der heute Abend nicht kommt, kann er für nichts mehr garantieren. Und du weißt, was das bedeutet. Unser Hof ist in Gefahr. Ja, ich weiß schon. Also, wer hat den Nikolaus gewandt? Der Pfarrer. Pfarrer. Pfarrer, Pfarrhaus. Haben wir schon. Hoffentlich fragt jetzt nicht wieder so viel dieser Alte. Ah, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, da spricht die Ackermeier Agnes. Ja, ich weiß schon. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Aber wir sind ja mitten in der Vorweihnachts-Haupterntezeit, ja. Ja, danke. Der geht's auch gut. Also, Herr Pfarrer, Sie haben doch so ein schönes Nikolaus gehabt. Ja, und würden Sie das auch herleihen? Nein, nein, ich brauch's nicht am 6. Dezember. Ich bräuchte es heute Abend. Hallo? Herr Pfarrer, hallo. Ja, das brauchen Sie jetzt auch nicht näher zu hinterfragen. Ah, das ist in der Weihnachtskammer. Und Ihr Pfarrerskirche hat einen Schlüssel. Ja, das ist ja wunderbar. Und die ist im Urlaub. Bei ihrer Schwester. Nordsee. Bis nächste Woche, ja. Dann brauche ich's auch nicht mehr. Danke. Sie fix. Christel! Ja? Wer hat nur Nikolaus gewandt? Der Schützenverein. Schützenverein, Schützenverein. 4, 5, 1, 3. Woher weißt denn du das? Pass auf, denen werde ich jetzt was verzeihen.
Grüß die Büchsenberg, da ist die Ackermeier-Agis. Frag jetzt nicht, warum und weshalb. Aber ich brauch heute Abend euer Nikolaus-Gewand. Was? Ja, du geil. Ja, spinner du ich nicht. Ja, und das geht dir auch nichts. Grüß dich, Bertel, da ist die Christel. Du, Bertel, wir brauchen das Nikolaus-Gewand. Wir mögen heute Abend einen Scherz machen. Dafür geh ich dann auch endlich mit dir zum Bahn. Freilich hol ich's mir selber ab. Gut, danke, Bertel. Alles klar, bis gleich. Für dich, danke. Siehst du, Mama, so macht man das. Ja, vor 20 Jahren hätte ich das auch noch können. Ich hol jetzt das Gewand. So, was spielen wir jetzt da? Leise rieselt der Schnee. Ja, zum Wiedertanz passen. Oh, du Fröhliche, ihr Kinderlein kommet. Oder das Weihnachtsporpori. Ah, der Gürtel. Was ist jetzt da drauf? Herr Karl Ackermeier. Fridolini, du hast schon brav sein, gell? Quack, 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 quack. Ah, Gickelgürtel, alter Freund, grüß dich. Ehemaliger. Was? Ehemaliger Freund. Spinnst jetzt? Nein, ich spinn nicht. Du hast vor fast 9 Monaten, genauer gesagt am 10. Dezember, ich hab mir's aufgeschrieben, eine Weihnachtsgans bestellt. Die schönste Weihnachtsgans, die ich je gehabt hab. Fridolini. Da, aus dem Geschlecht Wedigi, ganz edler von Putlitz. Und ich hätte die auch pünktlich geliefert, aber nein. So, und jetzt bringen wir den Gürtel ein bisschen durcheinander. Sag einmal, spielt da bei euch eine Weihnachtsmusik? Eine Weihnachtsmusik? Heut? Bei uns? Nein, da hörst du falsch. Also, ich hätte die ganz, ganz pünktlich geliefert. Da spielt doch eine Weihnachtsmusik. Nein, da spielt keine Weihnachtsmusik. Freilich, bin doch nicht blöd. Ja, jetzt beruhig dich. Schau, bist du ein bisschen überarbeitet, hä? Was war denn alles los bei dir in letzter Zeit? Ja gut, stimmt schon. Ein Haufen Brathähnchen brauchen wir zur Zeit und Hähnerlängen wie blöd. Aber deswegen hört man doch keine Weihnachtsmusik. Ja, das gibt's alles. Aber was wolltest du mir denn jetzt sagen? Also, meine Fridolini, besser gesagt deine Fridolini, die ist inzwischen so fett, dass ich schon im Rucksack umeinander tragen muss. Und wenn du mir diese Weihnachtsgans... Ja, Herrschaft Zeiten. Ich hör doch eine Weihnachtsmusik. Nein, du hörst keine Weihnachtsmusik. Und jetzt red endlich weiter mit deinem fetten Daunenbomber. Gib dir, gib ich gleich einen fetten Daunenbomber, gell? Hast du das gehört, Fridolini? Was sagst du da dazu? Ja, jetzt beruhig dich und pass auf. Jetzt gehst schön brav heim mit deiner Fridolini und es kommt ja bald wieder Weihnachten. Ja, und dann kaufst du ganz bestimmt ab. Das versprich ich dir. Versprichst du mir das? Das versprich ich dir. Ich kann aber dann nicht für die Fleischqualität garantieren, gell? Weil sie werden dann doch schon sehr üppig. Weil das hat es ja noch nie gegeben, dass man ein Jahr lang eine Weihnachtsgans durchfordern muss. Herrschaft, nein, ich hör da eine Weihnachtsmusik. Nein, du hörst keine Weihnachtsmusik. Jetzt blär nicht so, sonst fehlt doch die Musik nicht mehr. Es gibt keine Weihnachtsmusik. Bist du da ganz sicher? Weil ich hab schon Angst, dass ich spinne. Nein. Gell, ich spinne nicht. Nein, du spinnst nicht. Und jetzt nimm endlich deine vollgefressene Fridolini und geh heim. Vierte. Ja, vierte. Gut, dann gehen wir jetzt, gell? So, Fridolini. Das gibt's doch nicht. Ich hör doch da eine Weihnachtsmusik. Freilich. Herr, ihr Weihnachtsmusik.
Für heute glaube ich langs. Ah, Tantlerin, hör einmal, hör, was hörst denn du? He? Was ich her? Ja, du hörst doch eine Weihnachtsmusik, so wie ich, gell? Nein, ich hör keine Weihnachtsmusik, so wie du. Doch, freilich, jetzt hör halt einmal. Hirgel, was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut? Doch, mir geht's gut. Was hast du denn gerade gemacht? Beim Kalle war ich drin. Was hast du denn da in deinem Rucksack drin? Da ist ein Weihnachtsgans drin. Weihnachtsgans? Lass mal schauen. Warte mal, jetzt. Tatsächlich. Ja, das ist die Fridoline. Die Fridoline? Ja, die wartet jetzt schon fast ein ganzes Jahr auf Weihnachten. Und? Was machst du jetzt damit? An Kalle wollte ich es verkaufen. Und? Wollt er es nicht? Nein, er wollte es nicht. Warum? Er hat gesagt, er braucht es nicht erst an Weihnachten. Geh, Sachen gibt's, gell? Ja, Sachen gibt's. Ich wundert mich auch schon lang. Und das wundert dich, dass der im August kein Weihnachtsgans braucht? Ja. Du, ich glaub, du gehst jetzt besser heim und pass auf, dass dir nicht unterwegs der Nikolaus begegnet. Ja, gut, das mach ich. Wir gehen dann, gell? Für die Tantlerin. Mei, oh mei, oh mei. So ein armer Kerl. Der war doch sonst allebei ganz normal. Na, jetzt geht's am Mädelmann rein. Ja. Grüß dich, Mädel. Die Tantlerin. Ja, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Da, ich bring dir deinen Hollersirup wie jedes Jahr. Was ein Hollersirup? Jetzt im Abfind? Geht's dir nicht gut? Doch, mir geht's schon gut. Sitzt dir ein bisschen her zu mir. Ja, gern. Magst du einen Punsch oder ein Gläzenbrot? Nein, danke schön. Wie geht's denn dir? Mir geht's gut. Aber weißt, jetzt in der starken Zeit, so kurz vor Weihnachten, da wäre ich halt immer ein bisschen sinnant, weißt? Ja. Ja. Schicke? Ja. Du, ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Ja, aber zieh dir fein was wärmer so. Nicht, dass du nur verkeizt, so kurz vor Weihnachten. Ja. Also, vierte nachher. Vierte. Und danke schön für den Besuch. Die werden mir zwar jetzt für blöd erklären, aber das ist mir wurscht. Sag einmal, was ist denn da beim Ackermeier los? Spinnen denn die jetzt alle? Nico, Mama. Grüß dich, Tantlerin. Nico, die spinnen wirklich alle. Mama, Papa, ich hab alles. Alles da. Ja, das ist aber jetzt schnell gegangen. Nein, der Bertel halt. Beim Bertel geht's allemal schnell. Also, Christel. Da, halt einmal. Mei, jetzt hab ich gerade eben einen Gürgel am Dorfplatz gesehen. Der hat vielleicht blöd geschaut, wie er den Nikolausstab gesehen hat. Ja, das kann schon mal passen. Probier einmal. Ja, ihr glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich einen Nikolaus mache. Wer sonst? Ja, soll vielleicht dir einen Nikolaus machen. Ja, oder ich. Ja, aber ich kann mich doch nicht vor meine kranke Mutter als Nikolaus hinstellen. Ja, da komm ich mir doch blöd vor. Ja, was glaubst denn du? Du weißt doch, um was geht. Du kannst dir ruhig auch mal blöd vorkommen. Was daten denn da mir sagen? Also, der Postwirt hat sein Zeug. Und der Unterwirt hat gesagt, er braucht fürs Biergartengeschäft nur Radi, Radiesel und Tomaten. Grüß dich gut, Nikolaus. Nein, nicht mit mir, das geht's weiter. Halt, Graulinger, da bleibst. Nein! Es geht um unsere Existenz. Das ist mir wurscht. Es geht auch um deinen Arbeitsplatz. Mir ist auch mein Arbeitsplatz wurscht. Nein, eine Arbeit find ich überall. Und es gibt bestimmt einen Arbeitsplatz, wo man keinen Nikolaus im August machen muss und keine Lametta kaufen muss und Krippelfiguren und den ganzen Scheiß. Nein. Graudinger, du
Du kannst da was dazu verdienen. Ich zahl dir das extra. Und deine Schulden sind vergessen. Na, ich bin nicht käuflich. Krautinger, Franz. Franzl, schau her. Und ihr? Ja, und wir holen jetzt das Krampusgewand. Was für ein Krampusgewand? Ja, jetzt geht's zu. Krautinger, Franzl. Und wenn du für mich heute einen Nikolaus machst, nur für mich? Nein, auch nur für die mach ich das nicht. Wie hast du schön gesagt? Die Adventszeit ist doch die besinnliche Zeit, wo eine menschliche Wärme aufkommt. Spürst du das? Ja. Die Zeit, wo Menschen zueinander finden, das findest du doch auch schön. Christel, verarschst du mich? Na, Krautinger. Und dann kannst doch du heute den Nikolaus machen. Einmal und nur für mich. Also gut, einmal noch. Und nur für dich. Das ist aber vielleicht das letzte Mal, dass ich sowas mache, gell? Ja, freilich. Und? Wer macht jetzt den Krampus? Der fragt. Ich mach doch keinen Krampus. Ja, der hätte ja gleich einen Nikolaus machen können. Ja, irgendeinen Deppen müssen wir finden. Die Blumenpracht zur Sommernacht. Der Aufmachten. Was? Wer? Wie bitte? Wenn du jemals in unserer Familie aufgenommen werden willst, dann machst du jetzt den Krampus. Genau. Ein Krampus. Ja, jetzt erkomm, zieh dich um. Alles außer Hühnereier, Gemüse frisch vom Ackermeier, Christel Ackermeier, grüß Gott. Ach, Christi. Ja? Was heute Abend noch? Ja, das hab ich dir ja versprochen. Und heute ist ja auch so eine laue Sommernacht. Gut. Bis später. Für die Bertel. Wer war das? Was war das für ein Bertel? Ja, das würde mich auch interessieren. Den kennt ihr nicht. Ich möchte jetzt sofort wissen, was das für ein Bertel war. Ja, das ist jetzt nicht so, wie es ausschaut. Jetzt macht's ihr einmal fertig. Manchmal macht man Sachen im Leben und weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich weiß es wohl. Ja, du Obergescheidel, ich weiß schon auch. Und warum? Das geht dir nicht so. Da geht's um meine ganz private, zukünftige Familienplanung. In deinem Alter sollte die Familienplanung längst abgeschlossen sein. Pass auf, geht, dass du nicht gleich anfängst, gell? Sonst gibt's eine saftige Nikolauswarten. Jetzt reg dich nicht so auf, entspann dich. Was ist denn das? Ja, ein Ruß. Und was mach ich damit? Ja, ins Gesicht einschmieren. Was macht man nicht alles? Aus Liebe! Was für eine Liebe? Ja, meine Liebe zur Christel. Was? Zur Christel? Ja, dir hilf ich gleich, du glätzend Pimperl, geh her da! Hallo! Ach, gut schaut's aus. Das macht ihr sicher perfekt. Und nur für mich. Bussi. Bussi. Für dich. Ich schwitz jetzt schon wie eine abbrierte Sau. Ich glaube, ich kann nie mehr in meinem Leben ein normales Weihnachten feiern. Was ich das letzte Jahr alles durchgemacht hab, das langt für 50 Weihnachtsleben. Der Nikolaus im August war ja noch gegangen. Aber wie ich vor zwei Wochen vor ihrem Fenster als Jesu Kindlein in der lebenden Krippe gelegen bin, nackert und mich vier von meinen besten Fußballspäßeln zum Herbstfest abholen wollten. Seitdem bin ich nie mehr vorgegangen. Der Mann,
Das ist der beste Kirschgeist, den ich je getrunken hab. Das freut mich. Prost auf unsere Zukunft. Prost. So, also, bis heute Mitte Oktober waren es in diesem Jahr 75 Kilo Stollen, 20 Kilo Zimtstern, 5 Kilo Spitzbuben, 7 Kilo Vanillekipferl und ganz zu schweigen von den 67 Liter Punsch. Dazu kommen noch unzählige Weihnachtskerzen, 33 Christbäume und 22 Tüten Sternwerfer. Ich hab mir ausgerechnet, wenn man das Lametta aneinander hängen darf, dass von da ins Dorf runter zum Unterwirt um die Kirche rum und wieder zurücklangen. Damals, ich hab immer Angst gehabt vor dem letzten Jahr von meinem Nobelaustrag. Und dabei ist das das schönste Jahr geworden. Eine solche Gaudi. Du hast das aber auch ganz schön dratzt. Ja, die haben es aber auch ganz schön verdient, gell? Was ich alles mitgemacht hab, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Wir haben nur 7 Wochen. Jetzt hört's doch einmal auf. Schließlich haben wir es ja auch für die Oma gemacht. Deine Mutter macht's für den Hof. Ja, für uns alle. So, und jetzt trinken wir noch einen, bevor es zu meiner besten Weihnachtsgeschichte kommen. Und die musst du vorlesen. Was, ich? Ja, dann mal du. Auf geht's, packen wir's, 6 ist, heute ist Mittwoch, da gibt's allerweil eine Weihnachtsgeschichte. Und heute hat's auch noch einen Doktor dazu eingeladen. Wenn heuer einer zu mir sagt, frohe Weihnachten, dann bringen wir ihn um. Ja, jetzt habt's euch nicht so. Ja, bringen wir's hinter uns. Also, Mädel. Ja, warum nicht? Grüß dich, Gürgi. Hast du deine Freundin Lili allebei noch dabei? Ja, ja, leider, die ist schon bald so schwer wie ein Spofacki. Mach halt eine Kirchmann ganz draus. Ah, das ist eine gute Idee. Kannst das du? Ich? Nein. Ah, Herr Rehbock. Wo? Kirchweih ganz gefällig? Nein, nein. Heiratsantrag. Ah, ich verstehe so. Kopulativ? Ich denk, sie wird ja sagen. Na ja, und wenn nicht, dann halt mir zwei. Hoffentlich sagt die Christel ja. Auf geht's, Backmess. Und in die Familie möchtest du neu heiraten. Jetzt hast du Glück gehabt. Das gehört eigentlich gefeiert. Ja, und ich trinke einen Melissengeist. Und ich mag einen roten. Ja, ich auch. Ja, und du kriegst einen Gänsewein. Die Sternsinger waren da. Also. Ich mein, wir waren jetzt da. Ja, grüß euch. Kommt noch alle rein. Ihr Kinderlein, kommen. Wollt ihr einen Punsch oder ein Glätzenbrot? Nein. Ja, also, schön, dass alle da seid. Und heute liest unser Herr Doktor die Adventsgeschichte. Jetzt, Leidl, jetzt lasst's einmal zu. Meine Geschichte ist neu und nicht alt. Sie ist aber dennoch schön nur, ich mein, dass ihnen alles am gefällt. Es war sein im Austrag hinter Frau, die sie Mädel hat genannt. So verrückt, wie man selten nur findet und wie man es nicht gleich so kennt. Sie hat als eine Austraglerin gelebt und ihr Geld war eigentlich schon da. Ein Mann hat es um Jahre erlebt, aber hat gewusst, dass nicht so fortmachen kann. Da fällt ihr dann plötzlich was ein, sie hat ihre Sinne beinannt. Naja, wie soll es anders sein? An der Nase führt's alle umeinander. Mama! Eine rechte Gaudi hat's ein Jahr lang so gemacht und hat nie nix unnütz verloren. Und hätt's es nicht genauer so gemacht,
wär's kein lustiger Austrag nicht worden. Mama, was soll denn das heißen? Dann hast du uns ein Jahr lang eine Komödie vorgespielt. Ja, und ihr wart die Hauptakteurin. Gut habt ihr es gemacht. Oma, du bist der ausgefuchste Matz. Ja, kannst du mir bitte sagen, warum das alles? Ja, mein, ich wollte halt das letzte Jahr von meinem Nobelaustrag nur so richtig genießen. Dann hast du uns also die ganze Zeit bloß angeschwindelt. Ja, das war mein Austragsschwindel. Und Sie haben da mitgemacht? Ja, freilich, war doch ein Mordsgespaß. Der ausbabierte Wahnsinn war's. Ihr spinnt's ja komplett. Ja, komm jetzt direkt, die Abschwiegertochter. Nächstes Jahr wird sowieso alles wieder anders. Ja, das darfst glauben, dass da alles anders wird. Ja, da wirst du mich mal kennenlernen. Ja, ich kenn dich schon. Und drum haben der Dammerl und ich beschlossen, dass wir unseren Austrag miteinander verbringen. In meinem Heisel in Südtirol. Dann seid's mir los. Ich brenn einen Schnaps und der Dirm trinken wir einen auf euch. Ja. Prost. Ja, ist jetzt die Adventszeit vorbei? Ja, jetzt ist alles wieder normal. Aber findet ihr nicht auch, dass man an den Christbaum bis Weihnachten nur ein paar Ostereier hinhängen kann? Ja.